So, und damit kommen wir zurück zu Tomb Raider. Wir gucken jetzt mal. Wir konnten jetzt genau die Knarre nochmal aufwerten, die gerade voll auf Rust zielt. Klebeband schneller nachladen. Ja, ich mache lieber das, dann ist es eher sehr präzise, das Ding. Also dann ist es präziser. Gut. Matthew Roth, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. So. Unser neues Seil gekriegt. Runter geht's. Finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Wir können uns also die einfach über den Haufen schießen, ne? Soll ich mal? Ja, ich fang gleich. Naja, komm, wir machen das wieder so stealth-mäßig. Zeitverschwendung. Zack. Verdammt nochmal! Hilf mir mal einer! Was denn jetzt hin? Das ist ja da hinten. Okay, jetzt ist er da hinten. Warte mal. Wo ist der? Da ist er, ne? Warte mal. Ich krieg den nicht. Aber jetzt. Das war jetzt auch geil. Ja gut, egal. Den haben wir. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Oh, mein Hase. Hey, du willst töten. Hase. Oh, komm, mein Häschen. Ey, mein Bogen, cool. Komm her, Häschen. Stirb. So. Ja, es hat sich gelohnt, für 15 Punkte einen Hasen umzubringen. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Gut, das Ding habe ich schon mal gefunden. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich hingucken muss. Hallo? Was war das denn jetzt? Die Drehung? Irgendwie musste man nur da reingucken. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, hoffen wir mal, ne? Gut. Moment mal, wenn ich das hier doch jetzt schon gefunden habe. Im letzten Mal habe ich es früher gefunden. Das heißt, ich habe irgendwo eine Kiste übersehen. Gut, egal, was soll's. Ein Teil gefunden, Gewehr. Yes. Warte mal, jetzt habe ich doch meinen Bogen gefunden, ne? Das heißt doch, jetzt habe ich einen. Ich nenne einen besseren Bogen. Sekunde, mal zurücklaufen. Obwohl, ach, ich kann gar nicht zurück, ne? Wo hat er nochmal das? Ah, das war da oben. Ah, ich jetzt nochmal komplett zurück. Das wäre ja auch doof. Hm. Aber ich würde es doch schon gerne wissen, ob ich jetzt meinen besseren Bogen habe. Ja, stimmt ja. Ich müsste dann von hier hoch. Ja gut, ich kann nicht mehr zurück. Pech gehabt. Dann geht es halt nicht. Was willst du machen? Gut. Was ist da? Ach, da ist das, wo ich dann vorhin. Ja, ja, ich weiß genau. Ich weiß genau, wo ich bin. Ja, ja, stimmt ja. So. Ach, hier bin ich. Das hat das nämlich das Tomb gewesen. So. Hier konnte ich nämlich dann auch zurück. In die Stadt und da unten war nämlich genau das Flugzeug und alles. Sehr schön. Sehr schön, genau.
Ja gut, wir gehen weiter. Wir müssen ja zu den Piloten. Da ist das Signal. Achso, ja stimmt. Da oben muss ich hin. Zack. Ran und Klettermädchen. Ja, kletter doch. Klettern, klettern. Wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich kann. Warte mal gerade. Okay, gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Ich sag dir mal was. Gutes Essen. Ihr werdet von hier nicht wegkommen. Auf Wiedersehen, Jungs. Macht's gut. Was bringt es? Erleuchtung, neue Herausforderungen. Abschließend für EP, aha. Ach, 10 Statuen, ja gut, okay. Schießen schon mal darüber, aber ich will kurz noch da reinlaufen. Was war denn hier? Wieso kann ich hier reinlaufen? Ach, guck mal, da ist noch so eine. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. Ah, in Ordnung. Hätte ich hier schon früher hingekommen? Weil ich kann ja theoretisch dann von da wieder rüber springen, ne? Soll ich das eben machen? Ach komm, ich mach's eben. So, da rüber. Zünde ich die hier eben auch an. So, mach schon mal die zweite an. Dann geht's hier hoch. Und boah, Sekunde, Lara. Nein. So. Und hier hoch wieder. Und wieder rüber springen. Sehr gut. Passt. Ich wette, hier war bestimmt vorher ein Tor oder so drin. Oder ein Tor, eine Tür meine ich. Deswegen ich da bestimmt noch nicht hin konnte. Na gut, egal. Ja, sehr erfolgreich auf Shift gedrückt. Sehr gut gemacht. Das war wieder richtig fail. Noch ein Versuch. Aber ein Grab in der Nähe, schön, direkt mal rein. Brauche ich nicht, komme auch so hier durch. So, wir schauen mal. Was haben wir hier so? Die Kiste auf jeden Fall. Sehr schön. Mal hier hoch. So. Was haben wir denn hier? Hier ist es sehr windig. Halle des Aufstiegs. Mal gucken. Das ist nochmal ein Lagerfeuer. Ich nehme mich mal wieder um. Ihr merkt, ich nehme mich gerne um. Das Recurve-Bogen. Egal. Recurve-Bogen gemeistert. Yes. Sag mal, wie sieht der denn aus? Das letzte Teil. Ah, okay, cool. Sieht schon mal was moderner aus. So, was haben wir hier? Nicht genug mit Materialien. Schnellerer Schlüsselringabzug. Entschuldigung. Ich lese manchmal einfach irgendwas dahin. Wie ihr bestimmt schon das öfter gemerkt habt. Gut, jetzt habe ich wenigstens einen anständigen Bogen. Und dann geht's weiter. Was uns hier nochmal erwartet. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß schon wieder, was los ist. Ja, wie war das jetzt nochmal? Ich musste auf jeden Fall hier das hochmachen.
Ja, oder warte, ich musste das... Ich glaube, ich musste das hier erstmal zumachen, ne? Das musste ich zumachen. Dann musste ich hier, glaube ich, das Ding hochfahren. Ich wusste mal, wie das geht. So. Ach, shit. Oh, sehr schön. Nein! Ah, fuck. Ja, ich weiß wieder, glaube ich, wie es geht. Okay, Sekunde. Ich muss das erstmal hier zumachen. Zack, dann schnell nach vorne. Schnell das hier hoch machen. Schnell. Beeil dich. Das ist schon der erste Hoffnung. Das ist das erste Signal. Hier hoch. Hier rüber. Jetzt auf den Wind warten, auf den Gegenwind. Komm schon. Ja, okay. Gut, dann war es wohl doch etwas zu langsam. Warte, also wieder zumachen. So. Dann hier rüber. Wir warten. Jetzt machen wir auf. Ich denke mal, das ist so das Signal dafür. Schnell. So, jetzt aber. Oh, zack und rüber. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Geh noch weiter. Ah, okay. Gut. Rüber. Spring, Lara. Spring doch rüber, genau. Sehr gut. Ein Fisch als Punkt erhalten. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Wer weiß. Aber ich glaube, hier ist gar nichts sonst, ne? Ist da hier sonst was? Mach mal die Fackel an. Die haben sich sehr schöne Lichteffekte in dem Spiel, muss man aber mal sagen, ne? Gut, dann ist nur die Truhe hier. Auf damit! Grab durchsucht, das Aufstieg gemeistert, auf Motivation verfügbar, verbessern Sie die Waffe im Lager. Ein Teil gefunden, Handfeuerwaffe, sehr schön. Bergdorf, Geocaches-Karte, Belohnungskarte ansehen, Tabulator. So, das heißt, wir haben jetzt hier, kann man hier nicht zurückgehen? Ah, da ist auch Zoom, genau. Das ist ja jetzt hier richtig schön alles auf der Karte drauf. Sämtliche Geocaches. Gut, ja, ist uns jetzt aber auch relativ egal. Ich will eigentlich nur die Story mit euch durchspielen. Ich will ja auch nicht ewig brauchen. So, und wir gehen jetzt wieder zurück. Machen mal mit der Story weiter. Ja, aber es freut mich auf jeden Fall. Jetzt habe ich schon mal einen schönen Bogen. Dann habe ich schon mal die ersten Teile für die anderen Waffen gefunden. Sprich für die Axt. Ach, die Axt habe ich. Für den Bogen, für die... ihr wisst, was ich meine. Für die Knarren, für die Gewehre. Oh Mann, ist schon spät. Es tut mir leid. Es ist, vielleicht streiche ich das auch einfach. Ich hab keine Ahnung. So, einfach zurücklaufen, nicht irgendwie quatschen und hoffen, nicht darüber zu werden. Karte aktualisiert, drücken Sie Tabulator, um die Belohnungskarte auf den... Ja, okay. Brauchen wir nicht. So. Wo jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Okay, noch einmal. Da möchte ich hin. Wieso geht's nicht? Hallo? Wieso macht sie das nicht? Ich habe keine Ahnung, wieso sie das nicht macht. Ziehen wir halt dran. Oder doch nicht. Warum
macht sie denn nicht, wie ich das möchte? Jetzt macht sie es. Warum macht sie es denn jetzt? Egal. Das sieht es nicht. Spring einfach jetzt so mal hier runter. So, dann hat sich die Sache. Ich wollte nämlich die Kiste hier haben. So. Ah, ist noch so eine Statue. Ne, das sind Eier. Sehe ich gerade. Eier, ich brauche Eier. Ich will meinen Bogen. Über? Okay, daneben gesprungen. Das war nicht mein Plan. Das ist eher mein Plan gewesen. Genau. Oh, was haben wir hier? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Ja, sehr schön. Gut, so, ich wollte jetzt eigentlich die Eier da unten haben. Dann gehe ich jetzt auch holen. So, Eierdieb. Wieder rüber. Ne, kannst du schon runtergehen, Lara. So, das wollte ich eigentlich nicht haben. Gestohlene Eier. 1, 2, 5. Richtig, noch mehr? Egal, was soll's. Gut, so, wir wollen jetzt... Wo kann ich denn jetzt hier hin? Kann ich jetzt da hoch? Ja, Tatsache, ich kann da hoch. Das heißt, wir gehen da jetzt dann da hoch. Zack. So, und nun... Kann ich darüber? Nö. Kann ich darüber? Nö. Was ist denn sonst hin? Da kann ich aber hin. So. Weiter, 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 weiter. Runter. So. So, jetzt bin ich hier. Das bringt mir auch so viel. Festhalten. Noch ein paar Eier klauen. Ein nettes Omelett. Ja, schaffen wir es dann heute noch? Ja, schaffen wir doch noch. Sehr gut. So, das Feuer hier an. Sehr gut. Warum hat sie immer die Knarre in der Hand? Verstehe ich nicht, ne? Zack, rüber. Wieso schwingt sie jetzt da, sich da nicht runter? Naja. Egal. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Ja, das ist ja sehr toll, ne? Wir merken uns auch immer alles, was hier erzählt wird, ist klar, ne? Ich meine, normal. Ja, wie komme ich jetzt eigentlich dahin?
Um ehrlich zu sein, ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Theoretisch von da, ne? Also ich bin jetzt quasi einmal voll umsonst überall rübergelaufen. Also nochmal hier hin. Musst du doch quasi von da jetzt da hochkommen, oder? Irre ich mich da? Nochmal. Ja, ja, klar. Von hier habe ich mich noch ganz rüber geschossen, ich Dussel. Ich muss darüber. Jo, allerdings. Dann kletter, was das Zeug hält. Jo, klasse. Ach, selbst wenn, Mädchen, mach dir keine Sorgen. Halt fest! Ha! Siehst du? Geht doch. Captain Jessop! Wo ist der hin? Tja. Ist der vielleicht tot? Lebt er noch? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Tomb Raider. Nein, Quatsch. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt auch an der Stelle wieder Ende. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich würde sagen, ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Outlaw, auf Wiedersehen. Tschüss. Tombs.